Jo Leute, was geht? Mystic hier, wirklich kein Video. Heute stelle ich euch die Logitech G Pro X Super Light vor. Ich habe sie jetzt schon hier stehen, ich spiele auch schon einen Monat mit ihr, aber dafür mache ich jetzt ein Preview ohne Hype. Hätte ich nämlich direkt gemacht, dieses Preview, als ich die Maus bekommen habe, hätte ich so viel Hype auf die Maus gehabt, dass ich sie gut geredet hätte an Punkten, wo sie vielleicht einfach schlecht abschneidet. Daher, jetzt ohne Hype, nach einem Monat Test auch, meine ehrliche Meinung dazu, technisch starten. Und ob es sich lohnt. Wir werden heute testen, ob es ihr Geld wert ist und ob sie den Titel die beste Gaming-Maus verdient hat. Und ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt erstmal die Verpackung einfach, da die Verpackung Dinge enthält. Wir starten mit den Cryptapes. Ich habe jetzt einen schon hier drüben drauf, spiele mit dem seit heute und bin sehr zufrieden damit. Die Cryptapes sind leicht lederartig, passen perfekt an jedes Teil der Maus. Man rutscht nicht ab von ihnen, also genau das, was sie erfüllen sollen. Sie erfüllen ihren Zweck. Cryptapes kriegen von mir eine 10 von 10. Sind besser als normale graue Cryptapes, die ich auch schon geused habe. Hier Anleitung brauchen wir alles nicht. Ist unnötiger Scheiß. Kann weg. Da war noch ein Logitech-Sticker dabei, den man hier vorne sieht. Ja. Dann hier ein Adapter. In der Anleitung, den habe ich selbst noch nie gebraucht, deswegen weiß ich gar nicht, was der kann. In der Anleitung steht, dass der da ist, zum die Maus laden vom Computer aus, glaube ich, oder mit Kabel zu spielen. Achso, wer die Maus mit Kabel spielen möchte, genau dafür ist es da. Ist unnötig, wer möchte schon eine kabellose Maus mit Kabel spielen? Braucht man nicht, Leute. Und dann ist hier noch ein Aufsatz bei, für unten. Normalerweise ist der, den ich gerade drauf habe, das ist nämlich der von Logitech, nicht normal. Es ist so ein Ding, er kommt so an, mit diesem G oben drauf. Aber wer natürlich sagt, er möchte die meiste Performance aus der Maus rausholen und aus dem Game, der tut sich einfach hier ein extra Glidepad mit drauf. Ich muss kurz einmal drehen, dass es wieder reingeht. Da unten haben wir noch extra Stauraum für den Stick, dass er nicht verloren geht, wenn er vielleicht die Maus irgendwo mit hinnimmt. Also auch sehr praktisch. Und schnapp ein, perfekt. Hier nochmal ein extra Glidepad dazu, dass er hier so viel Glidepad dort ist und die Maus ein bisschen besser auf dem Mauspad rumgleitet, ne? Also Leute. Als nächstes kommt der Punkt Design. Im Design muss ich sagen, schneide die Maus sehr gut ab. Sie ist Logitech-typisch, sehr schlicht designt. Sie hat keine RGB, dazu kommt es aber später noch genauer. Sie hat leicht schwarze Akzente, wie zum Beispiel hier oben. Oder ich habe mir jetzt noch einen gemacht mit dem Grip Tape. Sie hat ein unbeleuchtetes silbernes G. Sie ist schlicht gehalten, Logitech-typisch. Und ja, finde ich aber auch cool so. Die Form ist auch sehr gut. Sie sieht clean aus im Setup, ich habe sie in weiß genommen. Wobei mein ganzes Setup schwarz ist. Dass sie halt ein bisschen auf den Tisch passt, dass ich halt so Kleinigkeiten noch im Weiß habe. Ja, Leute, das nächste ist die kabellose Lightspeed-Technologie. Sie wurde mit der kabellosen Lightspeed-Technologie gebaut und hat daher wie eine normale Maus, die kabelgebunden ist. 1000 Hertz Polling Rate, also Verzögerung von 1 Millisekunde. Und wie schon gesagt, die meisten kabelgebundenen Mäuse haben das auch. Die G402 Hero, die G502 Hero. Die haben das alle Leute. Also dazu nicht einschüchtern davon, dass kabellose Mäuse angeblich langsam sind. Die kabellosen Mäuse sind heutzutage mit dem Stand von der Superlight auf dem gleichen Niveau wie eine kabelgebundene. Aber gehen wir auch schon mal weiter zur Akkulaufzeit. Die Akkulaufzeit beträgt 70 Stunden, da kein RGB verbaut ist. Wäre RGB verbaut, würde diese Maus eine Akkulaufzeit von 40 bis 50 Stunden haben, wie die normale Wireless. Da eben kein RGB verbaut ist, braucht das RGB keinen extra Strom dazu. Und ganz ehrlich, wen juckt es, ob das G beleuchtet ist, ihr habt beim Zocken eh die ganze Zeit die Hand drauf, egal welchen Grip ihr nehmt. Also, kein RGB, dafür längere Akkulaufzeit, finde ich, das ist müssen wir eindeutig wert. Der Sensor ist der 25K Hero Sensor von Logitech. Der ist auch in der G502 Hero und der G402 Hero verbaut. Warum G502 und G500,
G402 Hero. Da ist halt die Maus, die Moonfrog spielt und ein Kabel gebunden und sich jetzt einfach damit ein bisschen vergleichen möchte einfach. Ja, der Sensor ist stark, reagiert passend und zu dem kann man jetzt auch nicht mehr sagen eigentlich gerade eben. Kommen wir zum Thema Gewicht. Sie beträgt ein Gewicht von 63 Gramm. Ich habe sie mal gewogen und es stimmt. Sie ist super leicht, die Maus. Ich sag jetzt so, mit dem Grip Tape vielleicht 64 Gramm, okay? Vielleicht 64 Gramm. Aber finde ich, auf den Gramm scheiße ich, das ist perfekt so. Neuntens, 5 Buttons besitzt die Maus. Ja, die Maus besitzt 5 Buttons. Einmal den hier, den rechten, den linken, in der Mitte und an der Seite die Side-Buttons. Ein kleiner Soundcheck von der Maus kriegt ihr jetzt. So Leute, Soundcheck der Maus ist vorbei. Ich finde, sie hört sich clean an. Ja. Der nächste Punkt ist, sie ist Powerplay-kompatibel. Powerplay ist das, dass man sich ein extra Mauspad kauft, einen anderen Aufsatz auf der Maus unten drauf macht, statt dem. Und dann lädt die Maus beim Zocken. Ich muss sagen, ich finde es unnötig, die Powerplay-Mauspads sind ungefähr so groß wie dieses hier, was ich hier drüben liegen habe. Nehmen wir einfach mal das hier als Vergleich. So groß. Werden dann hier oben im Kabel angeschlossen. Dass sie die Maus nicht mehr laden. Ich finde es unnötig, da sie 80 Euro kosten und es mir einfach so viel ist, für ein Mauspad so viel zu zahlen, wie ich teils für eine Maus zahle. Und ja, die Maus hat 70 Stunden Akkulaufzeit. Die reicht mir mindestens 1,5 Wochen zum Spielen. Und ganz ehrlich, man kann sie trotzdem einfach über die Nacht immer laden. Also, Powerplay finde ich unnötig. Wer das nötige Geld hat, kann sich's gerne holen. Ich hab's nicht, brauche ich auch nicht. Mein Fazit zur Maus. Ich finde, die Maus ist sehr angenehm zu spielen. Man kann gut mit ihr spielen. Ich habe sie ja jetzt schon seit einem Monat. Ich muss sagen, ich habe mich im Spiel Fortnite sehr gut verbessert. Im Valorant sehr gutes Aim, mit dem ich jetzt angefangen habe. Davon kommt auch bald noch Content. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, ich komme mit der Maus sehr gut klar. Auch das Gewicht und die Form hat mir keine Probleme gemacht, von einer schweren auf eine leichte zu switchen. Und auch von einer großen auf eine kleine Maus. Beziehungsweise, die Maus ist gar nicht so klein. Sie geht eigentlich für jede Handgröße. Ich habe eine relativ große Hand. Und trotzdem passt sie mir. Es ist eigentlich nur in der Höhe halt. Im Vergleich zu meinen anderen Mäusen. Wobei es für mich auch kein Problem ist. Ich würde der Maus im Gesamtpaket eine 9,5 von 10 geben. Da sie natürlich an einigen Stellen etwas nicht so krass abgeschnitten hat. Wie jetzt halt zum Beispiel das fehlende RGB. Es ist zwar für die Akkulaufzeit gemacht, aber da werden viele ein Problem mit haben. Aber ganz ehrlich, 9,5 von 10 ist eine gute Bewertung für die Maus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt ein besseres Bild von der Maus machen und euch überlegen, ob ihr sie kauft oder nicht. Das war's auch mit dem Video. Bitte liken, abonniert, wir stehen kurz vor den 100 Abos und es würde mich sehr freuen, wenn wir die diesen Monat noch schaffen. Und ja, das war's mit dem Video und ciao.